Mitten in Kiel befindet sich dieses Wohnhaus. Man nennt es hier Bullenkloster. Gebaut wurde es als Unterkunft für Polizeischüler. Heute leben an diesem Ort Menschen, die sich nichts Besseres leisten können. Ein halbes Jahr begleiten wir den Hausmeister und drei Mieter. Die meisten ziehen hier ein, weil es die letzte Station vor der Wohnungslosigkeit wäre. Viele trauen sich nicht vor die Kamera. Doch drei haben uns gezeigt, wie sie leben. Marlies Schneider. Vor 6 Jahren floh sie vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Sascha Schmidt verlor alles, weil ihn seine Arbeit krank machte. Wolfgang Rutenberger muss hier leben, weil seine Rente nicht reicht. Der Hausmeister Jobs Nehl kennt fast alle Geschichten, die sich hinter den Wohnungstüren verbergen. Wenn man das wahre Deutschland sehen will, dann müsste man sich das hier mal angucken und dann wird man sehen, wie das wahre Deutschland ist. Ich bin früher hier immer vorbeigefahren und guckte dann immer hoch. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn? Und auch wenn die Menschen auf dem Balkon standen mit der Flasche Bier und ich meine, das gehört sich ja nicht. Ne? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich hier überhaupt mal wohne. Vorher habe ich in Welse gewohnt, 27 Jahre. Hatten wir so ein Reihenhaus gehabt mit 6 Zimmer. Es war eine wunderschöne Zeit. War das. Also die ersten paar Jahre, ne? Bis mein Mann nachher anfing, mich zu hauen und komisch zu werden. Und dann habe ich ja auch nur gewartet, bis mein jüngster Sohn 18 wurde. Und dann war ich weg. Mit nichts als einem Koffer brachte sich die 53-Jährige eines Nachts in Sicherheit und floh zu einem Bekannten. Kurz darauf bezog sie hier eine eigene Wohnung. Ja, als ich halt einzog, hatte ich gar nichts. Dann habe ich alles nach und nach geschenkt gekriegt. Dann habe ich mir auch vieles zusammengespart und selbst gekauft. So, dass es ein bisschen hübsch aussieht und schön aussieht. So, dass ich mich wohlfühlen kann. Ein Zimmer zum Leben. Daran musste sich Marlies Schneider erst gewöhnen. Doch es kam noch schlimmer. Die Söhne waren nicht nur über die Trennung entsetzt. Dass ich hier in dem Haus lebe, das spielt eine große Rolle bei meinen Kindern. Auch bei meinen Freunden. Ich habe ja gar keine Freunde mehr, also die ich früher kannte. Ne? Und meine Kinder, also die würden hier nie reinkommen. 262 Wohnungen mit je 22 Quadratmeter. Miete 350 Euro warm. Sascha Schmidt war am Tiefpunkt seines Lebens, als er vor einem Jahr aus Hamburg zurück in seine Heimatstadt Kiel zog. Ich mochte nicht mehr. Ich hatte keine Motivation mehr, Antriebslosigkeit, war richtig zurückgezogen. Es ging einfach nicht mehr. Ja, so eine Burnout-Depression. Und die war heftig. Also da ging gar nichts mehr. Und dann ist man hier gelandet. Als ich hier eingezogen bin, das war ja Chaos. Hier war gar nichts drin. Ein Stuhl und eine Luftmatratze hatte ich und ein Fernseher, der auf Kartons stand. Alle Behörden haben mir das Leben schwer gemacht. Ich kam gar nicht zurecht. Im Freundeskreis hatte ich ganz abgehakt. War schon, ja, ziemlich weit unten. Also es war schon so ein Tiefpunkt. Der 42-Jährige hat bis vor 2 Jahren für einen Sicherheitsdienst in Hamburg gearbeitet. Mit dem gesundheitlichen Zusammenbruch kamen viele Erinnerungen hoch. Ich bin nicht sehr glücklich über das, was ich Elternhaus Kindheit nannte. Das menschliche Gehirn nimmt alles mit, was es kriegen kann und am besten die schlechten Sachen. Was viele nicht verstehen, ist, dass auch ein großer Kerl hat innen drin weichen Keks und der kann kaputt gehen. In diesem Zustand ist er in dieses Haus eingezogen. Es war am Anfang ein bisschen komisch, hier reinzugehen, weil ich auch wusste, wie der Ruf des Hauses ist und was für Leute hier wohnen. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich bin nicht so. Und jeder hat irgendwann mal eine Situation, wo er nehmen muss, was er kriegt, gerade bei dem Wohnungsmarkt. Und es geht. Wolfgang Rutenberger arbeitete 32 Jahre lang als Lagerist. Doch seine Rente reicht nur für eine Einzimmerwohnung. Eigentlich wollte ich hier eigentlich nie einziehen. Ich hänge
also sag ich mal so 250 Euro über den Hartz-IV-Regelsatz. Und das ist dann schon ein bisschen hart, dass man so viel eingezahlt hat und dann nicht so viel rausbekommt. Seit 6 Jahren lebt der Rentner in diesem Wohnsilo. Er kann sich noch immer nicht an den Zustand gewöhnen. Meine Kinder sind genauso entsetzt. Also wie die das erste Mal, dass die gesehen haben, haben die auch gesagt, Papa, wo bist du denn gelandet? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Also ich, mein Plan, also als Kind war immer eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine Frau heiraten, Familie, ja, irgendwann mal Enkelkinder haben, glücklich zu sein und mit meiner Frau alt zu werden. Ja, leider ist das anders gekommen. Wolfgang Rutenberger verlor seine Frau bei einem Verkehrsunfall. Das war eine schlimme Zeit, ja. Aber meine beiden Kinder haben mir sehr viel Halt gegeben, dass ich diese Situation meistere. Die meisten Bewohner hatten einmal ein besseres Leben und andere Träume, bevor sie hier einzogen. Das weiß der Hausmeister Job Snell. Wenn mir heutzutage einer sagt, ich stehe an der obersten Stufe der Leiter, mir geht's gut und mir wird nichts passieren, dann sage ich, du, die Leiter geht ganz schnell wieder runter. Also das habe ich jeden Tag hier vor die Augen. Also das braucht mir keiner zu erzählen. Für manche Mieter ist dies hier die letzte Adresse. Ich bin jetzt seit 11 Jahren hier und ich habe es eigentlich selten gesehen, dass hier Leute ausgezogen sind anhand von Job oder dass sie dann ihren Lebensstil geändert haben oder wie auch immer. Was? Mist. Ich möchte es nicht in die Hände nehmen. Das ist alles Möbel. Die aus irgendwelchen Wohnungen kommt, von irgendwelchen Leuten, die ausgezogen sind oder wie auch immer. Und wird nicht mehr benötigt. Oder die haben neue Sachen gekriegt und dann stellen sie das hier vorne hin. Alle 6 Wochen füllt sich der Sperrmüllkeller bis unter die Decke. Eine Sisyphusarbeit für den Hausmeister und seine Mitarbeiter. Seit fast 11 Jahren unternimmt das Team alles, um das Haus in einen annehmbaren Zustand zu bringen. Ja, willst du jetzt eine neue Tür haben oder nicht hier? Guten Tag. Lange mal nicht. Marlies Schneider bekommt eine neue Tür. Ich hoffe nicht, dass du die Scheiße wieder schneiden musst. Doch es ist nicht der Zustand ihrer Wohnung, der ihr zu schaffen macht. Da setzen wir ein Stück rein. Ich hatte 2 Kinder, 2 Söhne. Und da habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Die wollen nichts mehr von mir wissen, weil die mir die Schuld geben. Ich hatte denen das erklärt, mit ihrem Vater, was er mir angetan hat. Und sie glauben mir das nicht. Ich habe schon ein paar Mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Geht nicht. Ich habe versucht, eine gute Mutter zu sein. Ich habe es leider nicht geschafft. Dieses Foto, das habe ich leider nicht persönlich gekriegt. Eines Tages ging ich am Postkasten und dann war da ein Brief. Ohne Name, ohne Adresse. Habe ich gedacht, Mensch, was ist das? Ja, habe ihn natürlich aufgemacht und dann sah ich das, dass das mein Enkel ist. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich habe den Kindern nie was getan. Ich meine, ich bin ja schließlich noch ihre Mama. Ne? Und nur weil ich hier wohne, das kann das doch nicht sein. Den Kontakt zu ihren Söhnen aufzunehmen, hat Marlies Schneider aufgegeben, da sie immer alles abgeblockt haben. Trotz Arbeitslosigkeit versucht Sascha Schmidt, einen geregelten Tagesablauf beizubehalten. Ich werde jetzt gleich in die Stadt gehen. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Und ja, so ein paar Termine ablaufen, ein bisschen rausgehen, damit ich nicht die ganze Zeit hier drin hänge. Das heißt, ich gehe von Punkt zu Punkt, ein bisschen durch die Stadt bummeln, gucken. Wetter ist schön, besser als in der Wohnung sitzen. Die meisten hier sind in so einer Lethargie und da lasse ich mich nicht reinziehen. Also ich stelle jeden Morgen meinen Wecker, ich stehe jeden Tag auf, ich mache irgendetwas. Und ich sag mal, wenn ich mich fallen lasse, dann kann mir auch keiner mehr helfen. Früher verdiente Sascha Schmidt 3.600 Euro im Monat. Heute bezieht er Hartz IV. Der finanzielle Abstieg kam abrupt.
Wenn man mein Leben gelebt hat, dann hält man sich für etwas Besseres. Ja, man kann alles bezahlen, man kann alles kaufen, man kann alles machen. Ja, man ist so ein bisschen King Louis. Man vergisst eigentlich die Realität. Ja, und wenn man sich dann damit auseinandersetzen muss, dann ist es schwer. Also es ist schwer zu ertragen. An manchen Tagen sehr. 320 Euro stehen dem 42-Jährigen im Monat zur Verfügung. Da ist WLAN zu Hause ein zu teurer Luxus. Sophienhof und Karstadt haben WLAN für die Gäste. Und das ist eine schöne Möglichkeit, das Handy abzudaten, mal E-Mails zu checken. Es ist kostengünstig, warm und man kann hier auch danach schön bummeln gehen. Das ist angenehm. Sascha Schmidt musste lernen, mit wenig Geld zurechtzukommen. Also ich muss improvisieren, aber ich möchte trotzdem, sage ich mal, schon gucken, mal dieses Gefühl haben, was ist neu, was, wie andere Leute eigentlich auch bummeln gehen. Nur, dass ich nichts kaufe. Das ist der einzige Unterschied. In Armut leben zu müssen, schwer akzeptabel. Das habe ich schon hinter mir. Es ist eine Phase, die man hat, aber dann hört das auf. Also das hat man irgendwann hinter sich. Ein Leben in Ausgrenzung, das will er unbedingt ändern. Job Sneel kennt viele ähnliche Fälle. Solange man funktioniert, ne, solange man gesund ist, solange man seine Arbeit macht, solange man seine Steuern zahlt oder dies oder das oder jenes, ne, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wehe, wenn man mal krank wird oder wehe, wenn mal irgendetwas anderes passiert, dann sag ich mal ganz ehrlich, dann bist du für diese Gesellschaft nur noch... Und dann fällt man hinten runter, ne? Ne? Laut Statistischem Bundesamt gelten rund 15% der Bevölkerung als arm. Am stärksten betroffen sind Arbeitslose, Alleinerziehende und zunehmend Rentner. 639 Euro Rente bekommt Wolfgang Rutenberger. Seit 5 Jahren verdient er sich etwas durch Blutspenden hinzu. Ich spende Plasma. Das mache ich 4-mal im Monat, 45-mal im Jahr. Mehr darf man nicht. So, dann kriegst du eine Aufwandsentschädigung für 24 Euro. Gut, die fragen dann auch immer, wenn der Gesundheitscheck ist, sie wohnen in diesem Block. Der ist ja natürlich verrufen, weil da ein Arzt ist. Ich sage, ja, wir wissen, dass sie in Ordnung sind, aber da hast du dann auch gleich beim Arzt die Probleme. Ne? In was für ein Haus sie wohnen, weil das Haus ist ja bekannt in Kiel. Ist schlimm, ist das. Jeder hat so seine Gedanken hier, das ist schlimm. Ich bin eigentlich ein Mensch wie jeder andere. Die Armut in Rentnerhaushalten ist seit 2005 rund 10-mal so stark angewachsen wie beim Rest der Bevölkerung. Mit dem Geld, das er sich beim Blutspenden verdient, kauft er sich ab und zu eine Karte fürs Fußballstadion. Jetzt stand die Scheißkiste nicht mehr. Früher arbeitete der Holländer Job Sneel auf dem Bau, musste sich aber nach einem Arbeitsunfall einen neuen Job suchen. Durch Zufall hörte er von der Hausmeisterstelle. Er erinnert sich. Das war ja hier so, dass mindestens 40 Wohnungstüren waren aufgeschlagen. Die Wohnungen waren voll mit Müll geschmissen, weil die Leute, die haben ja ihren Müll einfach beim Rausgehen dann in die offene Wohnung reingeschmissen. Viele Obdachlosen waren hier, haben in die Flure hier geschlafen, im Schlafsäcke. Also ich wusste, dass es ziemlich verrufen war, das Haus, aber war doch sehr erschrocken, wie ich denn hier reingekommen bin, also in was für einen katastrophalen Zustand überhaupt es war. Auch das gehört zum Alltag von Job Sneel. Die Mieterin dieser Wohnung wurde vor ein paar Tagen in die Klinik eingeliefert und ist dort verstorben. Ich meine, ist schon erbärmlich, dass jemand ja, so lebt, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist schon sehr heftig, finde ich. Ne? Besonders ärgert es den Hausmeister, dass sich niemand für die Lebenssituation mancher Mieter interessiert. Das habe ich auch schon gehabt in einer Wohnung, die schlimmer aussah wie diese hier. Dann waren auch welche vom Amt hier gewesen, vom Gesundheitsamt. Und haben sich das alles auch angeguckt und haben gesagt, ja, jeder Mensch hat ja auch ein Recht auf Verwahrlosung. Wo ich dann so dachte, so von, geht gar nicht. Marlies Schneider verlässt selten ihre Wohnung. Nur wenn es nötig ist. Ja, so alle 2 Tage gehe ich einkaufen. Dann kaufe ich ein bisschen Wurst, so wie Kartoffeln. Ich alleine brauche ja nicht viel und ich esse ja auch nicht so viel. 350 Euro stehen Marlies Schneider im Monat zur Verfügung. Da müssen viele Wünsche unerfüllt bleiben.
Ja, wenn ich mir kaufen könnte, was ich wollte, dann würde ich mir mal einen schönen Braten holen und schöne Soße. Ja, was man nicht alltäglich kaufen kann eigentlich. Die 53-Jährige hat viel verloren. Nicht nur finanziell. Besonders an ihren Geburtstagen fehlt ihr ihre Familie. Mal wieder ist einer vergangen, ohne dass sich die Kinder gemeldet haben. Ich hatte ja auch immer gehofft, dass sie mich anrufen. Und irgendwann kriegt man einen Knacks. Ne? Hätten sie nicht wenigstens einen herzlichen Glückwunsch sagen können. Und wenn sie nur geschrieben hätten oder so. Ne? Aber das habe ich eigentlich fast jedes Jahr auf meinen Geburtstag. Ich sage zwar immer, wir nehmen dich, heute weinst du mal nicht. Klappt nicht. Ist normal, ne? Seit 5 Jahren wartet sie auf einen Anruf. Wer im sogenannten Bullenkloster lebt, muss ständig damit rechnen, dass seine Adresse auf Misstrauen stößt. Ich möchte mich davon differenzieren, dass nur weil ich hier in diesem Haus wohne, dass ich asozial bin. Bin ich nicht. Bei mir ist ordentlich, ich bin jeden Tag frisch angezogen, jeden Tag geduscht. Ja, das ist einfach, ich bewahre mir meine Menschlichkeit. Und das ist wichtig für mich. Sascha Schmidt hat sich inzwischen an einer psychosomatischen Klinik angemeldet. Sein größter Wunsch? Ein neues Leben beginnen. Nicht alle Bewohner dieses Mietshauses sind so diszipliniert. Bei manchen muss der Hausmeister nachhelfen. Das ist alles ungeöffnete Post. Die lag oben auf die Briefkästenanlage drauf. Das bedeutet, dass der Anwohner von das Apartment hat ja auch diese Briefe da selbst oben drauf gelegt, weil die Briefkästen haben ja alle ein Schloss. So, das bedeutet, er guckt ja seine Post überhaupt nicht nach. Und wie man hier sieht, da sind ja auch einige Briefe dazwischen, die ja wohl sehr wichtig sind. Das geht gar nicht. Job Snell ist keiner, dem die Mieter egal sind. Moin. Hi. Guck mal hier. Weißt du, was das ist? Was? Wen seine Post ist das? Meine. Deine. Das bedeutet, du hast deine Post oben auf die Briefkästenanlage gelegt. Richtig? Das kommt alles aus deinem Briefkasten. Das ist alles deins. Und das ist nicht geöffnet worden, gar nicht. Dein Name steht ja hier drauf, ja? So, und auf deinem Briefkasten steht ja auch dein Name. Und das ist nicht gerade wenig, was hier liegt. Das ist ja Jobcenter, das ist Gericht, das ist Staatsanwaltschaft. Also kümmere dich darum. Ja. Geht gar nicht. Wenn hier keine Miete mehr einläuft, dann fliegst du aus der Bude raus, das ist dir klar, ne? Ja, aber da sind auch Briefe vom Jobcenter dabei. Also ich habe mir das mal ein bisschen durchgeguckt. Also da will ich mir ganz schleunigst mal ein bisschen nachgucken, was da los ist. Und kümmere dich darum und hol das nächste Mal deine Post da raus. Das geht gar nicht. Also da hast du wohl 4 Tage was zu tun im Moment. Es gibt zwar eine Unterstützung, aber die ist sehr notbedürftig. Also die ist eigentlich null. Na, eigentlich ist es so, das merkt man hier auch, dass die Leute, die gehen dann zum Jobcenter hin, kriegen dann ihre Miete gezahlt, ne, kriegen dann ihren Unterhalt und dann eigentlich ist es denen egal, denn was denn mit den Leuten ist. Ja, also ich kann nicht sehen, dass da diese Leute viel geholfen wird, also ganz ehrlich nicht. Da ist der Hausmeister oft der Einzige, der sich um die Mieter kümmert. Wolfgang Rutenberger hat vor ein paar Wochen eine neue Partnerin kennengelernt. Jede freie Minute verbringen die beiden inzwischen in ihrem Schrebergarten. Denn der Rentner nutzt jede Gelegenheit, seine kleine Wohnung zu verlassen. Ich habe aber nun gar nichts mitgenommen dazu, Schatz. Das macht nichts. Bitte schön, mein Schatz. Danke, Schatzi. Oh, haben wir ja schon wieder ordentlich viel geschafft, ne? Ja, das ist ein schöner Garten geworden, ne? Beinahe wäre der Wohnort des Rentners zum Problem geworden. Ich hatte meine Freundin ja damals kennengelernt in der Stadt, ja, und dann hatten wir ein paar Dates. Und dann nach ein paar Dates, irgendwann fragte sie mich, wo ich wohne. Und dann sage ich, ja, ich wohne da und da. Und da guckte sie mich an. Da hat sie gesagt, hättest du mir das beim ersten Date gesagt, dann wären wir heute kein Paar. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wär ich abgehauen. Ich war ein paar Mal dort und er war erstaunt. Er hat es auch sehr schön. Ja, also hat sich das schön eingerichtet. Ja, und hat mir dann erzählt, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wie ich das gedacht hatte. Wie die meisten Kieler hatte Marion Jöns Vorurteile. Jetzt wollen die beiden zusammenziehen. Günstiger Wohnraum ist Mangelware.
Und deswegen finden immer mehr Menschen den Weg hierher. Wie diese Frau, die in einer Möbelspedition arbeitet und sich keine teure Miete leisten kann. Guck mal, hier stehen ja auch ein paar kleine Sachen drin. Die Frage ist ja, kannst du das gebrauchen? Also wenn nicht, kommt's raus. Wir haben es extra drinnen stehen gelassen, aber manche können das gebrauchen. Von daher. Vom Ding her könnte ich es gebrauchen, aber. Wenn nicht, kann es auch raus, das ist alles egal. Ja, also ist nicht wohnungsgebunden. Also wir haben es nur stehen gelassen, weil meisten, die kommen hierher, suchen eine Wohnung, haben gar nichts. Und dann ist besser wie nichts. Deswegen. Ich habe verschiedenste Gerüchte gehört, da ich aber in Hamburg auch Stadtteile wie Steilshoop und St. Georg durchaus kenne, ist es nicht wirklich mein Problem. Und bisher habe ich mich von niemandem erschreckt, der mir begegnet ist. Am Beispiel dieses Hauses wird deutlich, wie sich die Lebenssituation für Menschen mit wenig Geld zugespitzt hat. Also früher haben wir eigentlich viele Alkoholiker gewohnt, auch viele Drogenabhängige. Also da war das Haus ja eigentlich bekannt für. Ne? Was mittlerweile so ist, dass der Tendenz sich umwandelt. Also dass jetzt immer mehr Leute hier einziehen, die normal arbeiten gehen. Oder eben keine Alkoholiker sind oder so, weil sie eben eine Wohnung brauchen, weil sie keine andere Wohnung leisten können. Also das, die Tendenz ist sehr stark im Moment, dass es immer mehr normale Leute gibt, in Anführungsstriche jetzt mal, die hier einziehen, was eigentlich früher überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Wohnen wird für immer mehr Menschen unbezahlbar. Sascha Schmidt hat endlich einen Klinikplatz in Norddeutschland. Hier bekam er eine klare Diagnose. Mein Problem ist halt, ich habe eine Impulskontrollstörung. Es ist so ähnlich wie eine schwere Depression. Und also ich bin emotional ganz anders gelagert wie die meisten normalen Menschen. Ich bin. Also was Trauer ist, was Verzweiflung, Versagensängste, alles was es so gibt, wurde bei mir einfach unterdrückt. Und jetzt lerne ich damit umzugehen, sie auszuleben, wahrzunehmen, um halt in der Welt da draußen, sag ich mal, nicht aufzufallen. Noch 3 Monate wird er in der Klinik bleiben müssen. Ein paar Wochen später sind wir wieder in Kiel, im sogenannten Bullenkloster. Wir treffen Marlies Schneider. Sie hat eine Nachricht bekommen. Mein Sohn hatte sich Samstag gemeldet, also nur geschrieben. Hat er ihr geschrieben, ob wir uns nicht mal treffen könnten. Ja, am Donnerstag, also morgen gegen 1, wollte er mich zum Essen einladen. Und dann wollten wir mal über alles reden. Wie haben Sie reagiert und was haben Sie gefühlt? Ich war fix und fertig. Ich habe den ganzen Tag nur geweint. Nach 5 Jahren der erste Kontakt. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll, wenn er nicht kommt. Trotz des schlechten Rufs gibt es in dem Haus mittlerweile keinen Leerstand. Selbst die vermüllte Wohnung wurde im Eiltempo renoviert. Der nächste Mieter wartet schon. So, hier sind wir jetzt in die Wohnung drin, die habt ihr schon mal gefilmt. Das war die Wohnung, die so vermüllt war hier. Tapeten mussten alle runter. Sind dann angefangen, jetzt hier die Renovierungsarbeiten dann zu Ende zu führen. Das ist ja jetzt ein Loch, also Pillepalle, was hier gemacht werden muss. Im Gegensatz wie vorher, das war schon eine ganz strenge Nummer, ja. Und hatte sich keiner gemeldet, an die Verwandte, Freunde? Nein, nein, also das haben wir eigentlich auch eher selten. Also das passiert eigentlich nie, dass Verwandte sich melden, das ist sehr, sehr selten. Also das ist von, sagen wir mal, von 100 Leuten, sagen wir mal, vielleicht 1 oder 2 Mal, aber sonst gar nicht. Wolfgang Rutenberger ist nur noch selten zu Hause. Meistens ist er in der Wohnung seiner Freundin. Dort gibt es etwas mehr Platz als hier. Diese Wohnung, bin ich ganz ehrlich, ist zurzeit für mich eine Postadresse. Ich komme eigentlich nur nachher Post abholen, nochmal durchlüften, ob alles hier in Ordnung ist. Sonst eigentlich nicht mehr viel empfinde ich für diese Wohnung. Er und seine Freundin haben sich für eine 3-Zimmer-Wohnung beworben. Dann würde er zu den wenigen gehören, die es raus aus dem Haus schaffen. Ich bin sehr erleichtert, dass ich jetzt eine Partnerin gefunden habe, mit der ich dann auch wieder zusammenleben kann. Ich habe ja vor diesem Haus auch sehr glücklich gelebt. Und jetzt kommt das eigentlich alles wieder. Es ist wie so ein Kreis, der sich jetzt irgendwann wieder schließt. Ein Leben außerhalb des Bullenklosters. Erst zu zweit wird dies für den Rentner möglich.
Marlies Schneider hat ihren Sohn getroffen. Ohne Kamera. Er wollte nicht gefilmt werden. Wo ich ihn gesehen habe, wie er denn auf mich zukam und so, ne? Da hatte ich doch schon ein bisschen, also hat mich gleich in den Arm gemacht, als wenn gar nichts gewesen wäre, ne? Die Kinder haben die auch gleich, hallo Oma, obwohl die mich noch nie gesehen haben. Ne? Aber mein Sohn hat so viel von mir erzählt und immer Bilder gezeigt und so, ne? Endlich wieder das Gefühl, als Mutter und Oma akzeptiert zu werden. Darauf hat sie lange gewartet. Er hat mich eingeladen, aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehen kann. Ja, weil das Geld so ein bisschen knapp jetzt bei mir ist. Deswegen bin ich noch am Überlegen, ob ich hinfahre oder nicht, weil es sieht ein bisschen komisch aus, wenn die Oma kommt und die hat nicht mal ein kleines Stück da. Hm. Marlies Schneider lebt von Hartz IV. Als ungelernte Kraft ist sie schwer vermittelbar. Das soll sich jetzt ändern. Jetzt will ich ja auch erstmal auf die Reihe kriegen, dass ich Arbeit kriege, dass ich die Kinder auch was bieten kann, mir mehr auch um meinen Sohn kümmern kann, ein bisschen näher zusammenrücken. Also bin eine richtige Familie. Sascha Schmidt hat nach 3 Monaten die Klinik verlassen und kehrt nun nach Kiel in seine Einzimmerwohnung zurück. Ich werde zusehen, dass ich im Ganzen gefestigter werde, das Neuerlernte und die Umgangsform zu vertiefen. Und dann gucke ich erst weiter. Also alles andere ist für mich gerade völlig irrelevant. Und ich kümmere mich auch um nichts in der Art, wie andere jetzt aus der Klinik, die haben gesagt, oh, erstmal einen Job suchen. Ich habe gesagt, nee, ich will erstmal gesund werden, ich will im Leben klarkommen. Ich will das Vergangene vergangen sein lassen. Und wenn ich das hinter mir habe, dann kann ich an Arbeit denken, dann kann ich an andere Wohnung denken. Sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das haben die Ärzte in der Klinik empfohlen. Das Erste, was ich möchte, ist, wenn ich wieder klarkomme, ich möchte wieder Kampfsport machen. Ich will wieder unterrichten. Ganz in der Nähe des Mietshauses gibt es ein Boxstudio. Kampfsport war immer seine große Leidenschaft. So, was kostet das im Monat? Im Monat kostet das 50 Euro für normal Erwachsene. Mhm. Studenten zahlen 30 Euro und Kinder 25. Viel Geld, wenn man nur 320 Euro im Monat zur Verfügung hat. Ob ich mir das leisten kann, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde es mir einfach offen halten. Ich weiß jetzt, was für ein schönes Ambiente hier ist. Und das wird schon irgendwie dann möglich werden. Die Hoffnung, nicht zu verlieren an einem Ort wie diesen, ist für die Bewohner nicht immer leicht. Wieder einmal hat Jobs Nehl einen langen Arbeitstag hinter sich. Ach, du bist auf dem Weg, weil ich mache ja schon Überstunden hier mal wieder. Heute möchte er von seiner Familie abgeholt werden. Na, und bist du da? Okay, bis gleich. Tschüss. Also ich kenne ja von fast allen hier die Geschichten, aber man darf das einfach nicht an sich ranlassen, weil dann hältst du das hier keine 5 Jahre aus. Das würde dich dann psychisch zu doll belasten, dass du sagst, geht nicht mehr. Noch ein paar Jahre will sich Jobs Nehl um das Haus und seine Bewohner kümmern. Das hat er sich fest vorgenommen. Vor allem aber, dass keiner, der hier lebt, sich dafür schämen muss.